GZ ist Z. Ganze Sinol wurde von Shirins krimineller Vergangenheit überrascht. Damit hat sie nicht gerechnet. Nach den traumatischen Ereignissen auf Mallorca trennt sich Shirin von Aik und reicht die Scheidung ein. Sie möchte nach vorne blicken und in eine glückliche Zukunft mit Jon starten. Doch der Albtraum beginnt erst jetzt für Shirin, denn Aik hat sie in der Hand. Schauspielerin Gamze Sinol wurde von Shirins krimineller Vergangenheit ebenso überrascht wie die GZSZ-Zuschauer. Shirin droht der Knast, Aik würden nach einem Banküberfall zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch eigentlich war er nicht alleine am Raub beteiligt, Shirin hat damals das Fluchtfahrzeug gefahren. Aus Liebe hat Aik seine Frau nicht verraten, doch nach der Trennung der beiden hält ihn nichts mehr davon ab, Shirin an die Polizei zu verraten. Shirin treffen die Anschuldigungen schwer, doch ihr ist klar, dass sie sich stellen muss. Nur so kann sie mit der Vergangenheit abschließen und für ihre Tat büßen. Jon versucht sie davon abzuhalten, doch Shirins Entschluss steht fest, sie will sich stellen und ihre Beteiligung am Überfall zugeben. Ob sie dafür ins Gefängnis muss, ist ungewiss. Das war echt ein Schock für mich. Schauspielerin Gamze Sinol hat erst nach einigen Monaten in ihrer Rolle erfahren, dass Shirin nicht nur mit einem Bankräuber verheiratet ist, sondern auch an dem Überfall beteiligt war. Das war echt ein Schock für mich, verrät sie.